Ja, heute geht es also um das zweite Kirchhoffsche Gesetz, um die sogenannte Maschengleichung, um die Maschengleichungen. Wie das aussieht, schauen wir uns mal an. Und zwar, wenn wir ein Netzwerk haben, ich zeichne hier mal ein paar Widerstände ein. Da habe ich einen Widerstand und da. So, das soll mal ein Netzwerk sein mit verschiedenen Widerständen. Hier nach links geht es auch noch ein bisschen irgendwo hin. Und nach rechts. Da bauen wir noch einen Widerstand ein. Dann besagt das zweite Kirchhoffsche Gesetz, ich nehme hier mal eine andere Farbe, mal so ein Blau. Dann besagt das zweite Kirchhoffsche Gesetz, dass wenn man hier an einem Punkt losläuft, man guckt sich den Punkt an und zu jedem Zeitpunkt kann man einen Maschenumlauf machen. Das hier wäre so eine Masche. Und wenn man diese Spannung addiert, also hier einmal U1 und dann einmal U2 und dann einmal U3 und einmal U4, dann ist die Summe der Spannungen, also U1 plus U2 plus U3 plus U4, ist dann gleich 0. Das heißt, wenn man an einer Stelle losläuft, eine Masche umläuft und wieder dort ankommt, wo man losgelaufen ist, dann ist die Summe der Spannungen, die man hier, an denen man vorbeigekommen ist, quasi, ist dann gleich 0. Das kann man sich anschaulich überlegen, wenn man sich mal so einen, ich zeichne mal so einen Berg, das soll jetzt mal so ein Berg sein. Und jetzt wechsle ich nochmal wieder die Farbe. Jetzt nehme ich mal ja, hier so ein so, das hier. Und das soll jetzt hier so ein Wanderer sein, der steht hier an diesem Punkt. Ja, so ein Wanderer. Und wenn dieser Wanderer losläuft, dann läuft er beispielsweise erst einmal ein Stück hoch und gewinnt daran, gewinnt damit potenzielle Energie. Das heißt, er ist an diesem Punkt höher als an dem Punkt, den er, wo er vorher war, wo er losgelaufen ist. Und dann läuft er noch ein Stück hoch und wieder vielleicht ein Stück runter und nochmal wieder ein Stück hoch und noch wieder ein Stück runter. Und dann läuft er wieder irgendwie zu seinem Ausgangspunkt zurück. Und die Summe, die Höhen, also die Summe der Potentialunterschiede, die er erreicht hat, die ist, wenn er dort wieder ankommt, wo er losgelaufen ist, ist sie gleich 0. Das heißt, hier hat er potenzielle Energie gewonnen, hier auch, hier hat er wieder welche verloren, hier hat er auch wieder welche verloren, hier hat er wieder welche gewonnen. Und an dem Punkt, wo er losgelaufen ist, das ist auch sein Zielpunkt, da ist er wieder auf der gleichen potenziellen Energie. Das heißt, völlig egal, welchen Weg er hier läuft, wenn er wieder da ankommt, wo er losgelaufen ist, dann hat er keine Energie gewonnen, kein Potenzial gewonnen. Und das ist hier in der Schaltung genauso. Wenn man hier einen kompletten Umlauf macht, dann hat man anschließend wieder das gleiche Potenzial wie vorher. Das heißt, Potenzial, was man hier verloren hat, das hat man auf dem Weg irgendwo auch wieder gewonnen. Üblicherweise ist es das so, dass man Potenziale in Fallrichtung positiv nimmt und gegen die Pfeilrichtung negativ. Das heißt, wenn wir U1 plus U2 plus U3 plus U4 haben, dann wird eine der Spannungen wird mit Sicherheit negativ sein. Okay, gucken wir uns mal eine Simulation an in PSPICE. So, wir nehmen mal das Beispiel aus der letzten Folge und lassen uns jetzt die Ströme nicht anzeigen, sondern lassen uns einmal hier die Spannung anzeigen, die Potenziale, die Ströme schalte ich mal aus. Wir haben hier unten das Potenzial von 0 und dann hier beispielsweise das Potenzial von 3 Volt, 5 Volt, 7 Volt und so weiter. Und anhand der Potenziale können wir auch mal die Spannung einzeichnen. Ich mache das einmal. Nehmen wir mal hier so ein Blau. Dann zeichnen wir mal die Spannung ein. Ich habe hier ein Potenzial von 7 Volt, da habe ich ein Potenzial von 6 Volt. Das heißt, hier fällt die Spannung, ich nenne sie mal genauso wie den Widerstand, also U3, U3 gleich 1 Volt ab.
Hier habe ich eine Spannung von 6 Volt, da eine Spannung von 5 Volt, also hier habe ich entsprechend auch U4 gleich 1 Volt. U5 ist ebenfalls 1 Volt. U5 gleich 1 Volt. U7, 4 auf 3, ist auch entsprechend 1 Volt. U7 gleich 1 Volt. Und hier die Spannungen, die nenne ich mal U2. U2 ist gleich 7 Volt minus 5 Volt, sind also entsprechend 2 Volt. Und U6. U6 ist gleich 5 Volt minus 3 Volt, sind auch entsprechend 2 Volt. So, und jetzt kann ich hier einmal einen Spannungsumlauf machen. Ich mache das mal in Rot. Das heißt, ich laufe hier mal entsprechend einmal so rum. Bis ich wieder hier oben angekommen bin. Und dann kann ich einmal die Maschengleichung aufstellen. Das heißt, ich habe einmal U3. U3 plus U4. Ich bewege mich in Pfeilrichtung. Das heißt, ich muss die Spannung positiv nehmen. Plus U5. Plus U5. Dann weiter plus U7. Plus U7. Und dann geht es weiter hier hoch. Jetzt gehe ich aber gegen die Fallrichtung. Das heißt, ich muss U6 negativ nehmen. Also minus U6. Minus U2. Und dann komme ich hier oben wieder an. Das heißt, die Summe der Spannung muss 0 sein. Und das überprüfe ich einmal. Ich gebe mal die Werte hier ein. Also 1 Volt. Plus 1 Volt, plus 1 Volt, plus 1 Volt, minus 2 Volt, minus 2 Volt, gleich 1, 2, 3, 4, minus 2, minus 2 sind also 0. Das heißt also, die Maschengleichung stimmt hier. Ich kann jetzt nicht nur diese Masche gehen, sondern ich könnte auch eine andere Masche gehen. Ich trage hier nochmal die Spannung ein für U1. U1 trage ich auch mal wieder so ein. U1 ist gleich, hier habe ich 10 Volt, da habe ich 7 Volt Potenzial, also habe ich hier eine Spannung von 3 Volt. Ach, die habe ich hier schon U1 genannt, dann nenne ich die mal U1 oder UB. So, mache ich da mal ein B raus. Und U8, hier habe ich 3 Volt, da habe ich 0 Volt, das heißt, ich trage U8 mal so ein. U8 gleich 3 minus 0 sind 3 Volt. Und dann könnte ich auch diese Masche gehen. Ich könnte sagen, 3 Volt plus 2 Volt sind 5 Volt. Plus 2 Volt sind 7 Volt. Plus 3 Volt sind 10 Volt. Minus 10 Volt ist 0. Und ich könnte auch andere Maschen gehen. Ich trage mal eine ganz andere Masche ein. Ich laufe hier mal los. Laufe hier runter. Dann einmal rechts hoch und dann hier so wieder zurück. Auch so eine Masche ist möglich. Und da hätten wir 3 Volt plus 2 Volt plus 2 Volt sind also 7 Volt. Dann minus 1 Volt wären 6 Volt. Minus 1 Volt wären 5 Volt. Minus 1 Volt wären 4 Volt. Minus 1 Volt wären 3 Volt. Minus 3 Volt wären 0 Volt. Also auch die grüne Masche ist geschlossen und dann habe ich auch in der Summe wieder 0 Volt. Und das besagt eben das zweite Kirchhoffsche Gesetz.